Was ist Augenpathologie? Ophthalmologische Pathologie ist die Untersuchung von Augenkrankheiten und Verletzungen mit dem Schwerpunkt auf dem Verständnis, wie Schäden am Auge auftreten und wie Ärzte sie verhindern oder behandeln können. Menschen können Karrieren in diesem medizinischen Bereich anstreben, indem sie eine Ausbildung in chirurgischer Pathologie absolvieren und sich auf das Auge spezialisieren, oder indem sie eine Ausbildung in Augenheilkunde absolvieren und sich auf pathologische Themen konzentrieren. Diese medizinischen Fachkräfte arbeiten mit Augenärzten in der Patientenversorgung zusammen und können auch an Aktivitäten wie der Entwicklung eines besseren Augenschutzes zur Vorbeugung von Verletzungen teilnehmen. Das Auge ist eine komplexe Struktur und kann anfällig für Krankheiten und Verletzungen sowie für angeborene Erkrankungen sein. Ein Spezialist für Augenpathologie kann medizinische Bildgebungsstudien und Proben aus dem Auge eines Patienten untersuchen, um mehr über die Vorgänge im Auge zu erfahren und zur Entwicklung einer Diagnose und zur Erstellung eines Behandlungsplans beizutragen. Diese Arbeit kann die Diagnose von Krebs und anderen Augenkrankheiten sowie die Identifizierung von strukturellen Anomalien und Schäden, die durch ein Augentrauma verursacht werden, umfassen. In der Forschung kann ein Augenpathologe an Themen wie der Entwicklung besserer Operationstechniken und der Entwicklung wirksamer Behandlungsprotokolle für Krankheiten und Augenverletzungen arbeiten. Diese Forschung kann dazu beitragen, das Sehvermögen von Patienten mit Augenproblemen zu erhalten und die allgemeine Versorgungsqualität auf dem Gebiet der Ophthalmologie zu verbessern. Patienten, die zur Untersuchung und Behandlung in Forschungseinrichtungen gehen, können von neuen Verfahren profitieren und möglicherweise Forschungsmaterial zur Unterstützung von Menschen mit ähnlichen Augenproblemen beitragen. In der Augenpathologie können auch Pläne zur Vorbeugung von Augenkrankheiten und Verletzungen entwickelt werden. Dazu gehören Screening-Tests zur Früherkennung von Augenproblemen, die zusammen mit einer verbesserten Schutzbrille, Gesichtsschutz und anderen Sicherheitsausrüstungen für Menschen, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten, schnell behandelt werden können. Menschen, die sich mit Augenpathologie beschäftigen, können Themen untersuchen, die von Verletzungen durch Chemikalienspritzer bis hin zu diabetischer Retinopathie reichen. Die Bezahlung von Fachärzten für Augenheilkunde ist sehr unterschiedlich, abhängig von der Art ihrer Arbeit und dem Ort, an dem sie arbeiten. Menschen in der Privatwirtschaft verdienen tendenziell mehr Geld, während Forscher, die für das Gemeinwohl arbeiten, möglicherweise Zugang zu mehr Forschungsmaterial und Ausrüstung haben. Der Job beinhaltet häufig Leistungen wie die vollständige medizinische Versorgung von Ärzten und ihren Angehörigen, und die Stunden in diesem Fachgebiet sind in der Regel regelmäßig, da die Menschen einen Spezialisten für Augenheilkunde um Hilfe bitten, anstatt einen Erstversorger zu sein, der dies benötigt, auf Notfälle reagieren.